Vor etwa 46 Jahren flimmerte zum ersten Mal Pong über die Bildschirme. Es war die Geburt einer wundervollen Kunst, die heute größer ist denn je. Wie die Monolithen aus 2001 läuteten die Paddel aus Pong eine neue Ära ein, die der Videospiele. Wir könnten nun stundenlang darüber sprechen, wie sich die Videospielbranche von Filmen beeinflussen lässt. Wir könnten über die Parallelen zwischen Indiana Jones und Lara Croft sprechen, über den Einfluss von Terminator auf Spiele wie Contra oder über die Filme, die auch als Spiele erschienen sind. Das ist ein wissenschaftlicher Gegenstand, der schon seit Jahrzehnten erforscht wird. Dabei wird aber gerne noch immer außen vor gelassen, wie sehr sich Filmemacher auch umgekehrt vom Medium Videospiel beeinflussen lassen. Darum geht es heute in einem brandneuen Essay hier auf Cinema Strikes Back. Als die Videospielbranche in ihr erstes goldenes Zeitalter gelang, sprang Hollywood sofort auf den Zug auf. Bereits als Pong erschien, begannen die Arbeiten an einer ganz besonderen Videospielverfilmung. 1982 wurde mit Tron sowohl ein erfolgreicher Film herausgebracht, als auch eine Arcade-Maschine. Ein Jahr darauf folgte Wargames mit Matthew Broderick über einen Hacker, der sich in eine Militärsimulation einhackt. Wieder ein Jahr darauf erschien The Last Starfighter, ein Film, in dem der Protagonist durch eine Arcade-Maschine auf einen anderen Planeten gebeamt wird. Stilistisch arbeiteten diese Filme aber immer mit den Mitteln Hollywoods. Dann aber Ende der 90er bis etwa Anfang der 2000er war der große Sprung der Computeranimationen in den Mainstream-Film. 2001 erschien zum Beispiel Final Fantasy. Egal, was man von der esoterisch aufgeladenen und schrägen Handlung des Films halten mag, für die damaligen Verhältnisse waren die Animationen sehr eindrucksvoll und befeuerten die Diskussion, ob Schauspieler bald durch CGI nicht vollkommen unnötig werden könnten. Vor allem wurde immer in den Vordergrund gerückt, welch immensen Rechenaufwand die Haare der Protagonistin benötigt haben. Das PlayStation-Spiel Final Fantasy VII war einige Jahre zuvor auch deswegen so erfolgreich, weil die Cutscenes atemberaubend waren, sehr cineastisch, also filmisch, und die Zocker allesamt vor den Fernseher fesselten. Den wahren Startschuss gab aber noch vor dem Final Fantasy Film Matrix zwei Jahre zuvor. Die Ästhetik des fliegenden grünen Programmcodes von Matrix fesselte die Zuschauer und alle waren fasziniert und vielleicht ein wenig erschrocken von der Idee, dass wir alle in einem Computerprogramm leben könnten und die Menschheit von Maschinen als Batterien ausgenutzt werden. Die digitalen Welten, die für den Film geschaffen wurden, wirkten, als seien sie nicht von dieser Welt. Sie erinnerten viele Zocker an die Welten aus den Videospielen. Alle Szenen in der Matrix hatten einen eigenartigen Grünstich und die echte Welt im Film durchlief ein starker bläulicher Farbton. Es war aber besonders der Athletismus der Figuren, der viele an Kampfeinlagen aus Spielen erinnerte, gerade weil die Kampfchoreografien einzigartig waren und monatelanges Training erforderten. Dafür ließen die Wachowski-Geschwister, damals Brüder, dann irgendwann Geschwister, jetzt Schwestern, die ließen die Martial-Arts-Koryphäe Yuen Wu Ping einfliegen. Der hat mittlerweile auch die beiden Kill Bills, Tiger and Dragon, Kung Fu Hustle und den Jackie Chan-Klassiker Drunken Master choreografiert. Sven Sauer, der deutsche Visual Effects Künstler, der für Hugo Cabret einen Oscar gewonnen hat und die Burgen von Game of Thrones mitgestaltet, verbringt rund die Hälfte seiner Arbeitszeit auch mit bekannten Videospielen wie Horizon Zero Dawn und Mordors Schatten. Der Mad Painter, der seit 16 Jahren in der Branche arbeitet, erkennt sogar einen ganz großen Einfluss aus Fernostasien. Die Wechselwirkung, die wir auf jeden Fall feststellen, gerade und zwar ganz massiv, ist die mit Asien. Also das ist gerade so asiatische Einflüsse immer mehr eine Rolle spielen. Das hat aber auch was mit dem Markt zu tun. China rückt ziemlich schnell in den Markt rein, sowohl in den Games als auch in den Filmmarkt. Und die haben natürlich eine ganz andere Filmsprache, eine ganz andere Bildsprache. Und das ist für uns erstmal ein bisschen irritierend als Artist, weil wir halt sehr europäisch geprägt sind. Und ja, also ich finde das auch zum Teil ein bisschen drüber, ja, wenn dann Effekte über Effekte und Effekte liegen. Und mein Style ist es nicht. Aber das ist so eine Tendenz, die man auf jeden Fall feststellen kann. Es wird bunter, es wird knalliger, es wird effektvoller und es wird lauter und schneller. Das ist unter anderem, ist es auch so, bedingt sich das so ein bisschen durch die Game-Industrie aus Japan und ja, generell aus Asien.
Die Einflüsse der Spielebranche auf den Film waren zum Teil aber auch sehr viel subtiler. Alfonso Cuarons Children of Men ist ein herausragender Science-Fiction-Film, in dem die Menschheit aus unerklärlichen Gründen seit 18 Jahren kein Baby mehr zur Welt gebracht hat, bis dann eine Frau daherkommt, die schwanger ist. Die Welt ist in dieser Zeit in einem Zustand der Zerstörung und das Chaos ist überall ausgebrochen. Emanuel Lubezkis Kameraarbeit ist ein Grund dafür, warum diese Dystopie so niederschmetternd wirkt. Viele der Einstellungen sind Plansequenzen, die von der Schulter gefilmt sind. Teilweise wird viele Minuten nicht geschnitten und die Figur rennt durch eine Schlachtszenerie von Hausfassade zu Hausfassade, von Flur zu Flur. Viele halten diesen Ansatz für dokumentarisch. Dabei wirken die Einstellungen wie aus einem Third-Person-Shooter, in dem man die Figur immer im Bild hat. Andy Serkis hingegen ist mittlerweile berühmt für Figuren wie Gollum oder Caesar aus der neuen Planet der Affen-Reihe. Er ist der Motion-Capture-Künstler schlechthin. Dafür hat Andy Serkis seine eigene Produktionsfirma gegründet, die Imaginarium. Serkis sagt, dass die Technologie des Capturings nicht mehr von der Filmwirtschaft angetrieben wird. Nein, die gesamten technologischen Neuerungen kommen mittlerweile vor allem aus der Spielebranche. Die Spielewelt sei erwachsen geworden und man schaue viel seltener zum Film herüber. Mittlerweile habe sich der Spieß also umgedreht. Bei The Imaginarium dreht man mittlerweile mit etlichen Kameras aus jedem Winkel. So kann man Dreharbeiten mit 8 Schauspielern innerhalb von Minuten abdrehen, was auf dem ursprünglichen Weg mehrere Drehtage benötigt hätte. Also was ich auf jeden Fall super interessant finde, ist einfach die Qualität der Engines mittlerweile, die in Realtime einfach eine Grafik zeigen können, die wir im Filmbereich zum Teil noch nicht mal gerendert hinbekommen. Also da müssen wir auch mal ganz ehrlich mit uns selber ins Gericht gehen einfach. Die Game Industry ist technisch mit Sicherheit um einige Jahre weiter als die Filmindustrie. Und ich bin immer so ein bisschen erstaunt, dass da nie so richtig ein Austausch stattfindet. Überleg mal, was das für eine Marktgewalt wäre, wenn jetzt ein Game Developer, also einer von den AAAs, sich zusammentut mit der Filmproduktion, was die dann auf die Beine stellen können. Ich habe manchmal so den Eindruck, die Film und Game, die wollen auch gar nichts miteinander zu tun haben. Deswegen gibt es da eben auch keine Symbiosen. Joe Cornish, der Regisseur vom britisch-französischen Alien-Invasionsfilm Attack the Block mit John Boyega, hat in einem Interview mit dem Nintendo-Magazin zugegeben, dass er sich für seinen Film massiv von der Ästhetik der Videospielwelt hat inspirieren lassen. Dabei bezieht er sich vor allem auf einen Klassiker des Super Nintendos, Another World. Das Spiel war nicht gerade ein kommerzieller Hit, aber avancierte dann doch zum Kultspiel. Es war eines der ersten mit voll animierten Zwischensequenzen und sympathischen kleinen Hintergrundanimationen wie fliegenden Vögeln und schwingenden Lianen. Es war außerdem eines der ersten Spiele, das Motion Capturing benutzt hat. Darin geht es um einen Physiker, der bei Versuchen mit einem Teilchenbeschleuniger in eine düstere, gefährliche Parallelwelt geworfen wird. Dabei stößt er auf furchteinflößende Kreaturen, von denen man nur die Silhouetten sieht. Joe Cornish hat gesagt, dass er sich für Attack the Block maßgeblich von diesen Monstern hat inspirieren lassen. Außerdem spielt Attack the Block hauptsächlich in einer heruntergekommenen Siedlung mit Sozialwohnungen. Das wäre ganz dem Levelsystem von First-Person-Shootern wie GoldenEye 007 für den N64 entnommen. Man kann Joe Cornish nur applaudieren. Es passiert selten, dass Regisseure so offen zugeben, dass sie sich von Videospielen haben inspirieren lassen. Gerade wenn Filme wie Transformers veröffentlicht werden, die massiv auf Computereffekte setzen und sehr künstlich aussehen, dann ist ein oft gehörter Kritikpunkt, dass die Filme eher aussehen wie Videospiele. Das ist der Grund, warum es so wenige Regisseure wie Edgar Wright gibt, die offen zugeben, dass sie viele ihrer Ideen aus Videospielen haben. Wrights Scott Pilgrim ist dabei nicht nur eine einzige Liebeserklärung an Comics, sondern vor allem auch an Videospiele. Optisch ist da sogar sehr viel ähnlich, bis zu der Optik von Beat'em-ups, in denen man die beiden Kämpfer samt Lebensanzeigen von der Seite sieht, oder den Soundeffekten, die Wright direkt aus Spielen entnommen hat. Auch der District 9-Schöpfer Neil Blomkamp hat sich schon immer von Sci-Fi-Shootern inspirieren lassen. Vor District 9 sollte er eigentlich Halo verfilmen, woraus aber nie etwas geworden ist. Die Waffen aus District 9 sehen aber zum Teil so aus, als habe man sie direkt aus Halo entnommen oder die Gravity Gun aus Half-Life 2 umgesetzt. Filmlegende David Cronenberg, der Regisseur von Filmen wie Die Fliege, Existenz oder Naked Lunch, hat die The Walking Dead-Welle der Zombie-Filme
der letzten Jahre auf Videospiele zurückgeführt. Videospiele haben nämlich die Zensuren überbrückt, indem man die Spieler nicht hat auf Menschen schießen lassen, sondern Monster, Zombies und andere Kreaturen. Dadurch konnte man reihenweise Gegner auf den Spieler loslassen, ohne dass das Spiel zensiert wurde. Dabei konnte der Spieler etliche Wege finden, seine Gegner niederzumetzeln, und der Spaß an Zombie-Filmen und Zombie-Serien, das wären eben auch die 1000 Wege, mit denen Zombies getötet werden können. Für mich ein ziemlich faszinierender Gedanke. Mittlerweile probieren sich Filmemacher wie Peter Jackson und Guillermo del Toro auch in der Spielebranche. Peter Jackson hilft mit seinen Ideen den verschiedensten Spielefirmen. So wird er selbst in den Credits von World of Warcraft genannt. Selbst hat er sogar aktiv an den Videospielen zu Herr der Ringe mitgearbeitet. Mit dem noch kommenden Death Stranding hat sich del Toro sogar mit Sony zusammengetan und bringt einen PlayStation-exklusiven Titel raus, an dem sogar Spielelegende Hideo Kojima mitarbeitet. Dafür haben namhafte Schauspieler wie Norman Reedus und Mads Mikkelsen einige Motion-Capturing-Passagen aufgenommen. Der russische Filmemacher Ilya Naishula hat den Videospielfilm mit Hardcore Henry völlig auf die Spitze getrieben. Er hat nämlich seinem Hauptdarsteller eine Vorrichtung am Kopf angebracht, an dem sich eine GoPro befand. So hat er einen ganzen Sci-Fi-Action-Thriller aus der Ego-Perspektive inszeniert, ohne Ausnahmen, ohne Pausen. Genau wie in vielen Ego-Shootern hört man den Protagonisten auch kein einziges Mal sprechen. Mit der Figur Jimmy gibt es sogar einen Wissenschaftler, der zu keinem Zeitpunkt wirklich in die Handlung eingreift, dem Protagonisten aber immer erklärt, was gerade passiert oder was er als nächstes tun muss. Damit übernimmt Jimmy sogar ein wenig die Rolle eines Tutorials, denn Henry bekommt immer erst erklärt, was er tun soll, und dann tut er es erst. Jimmy ist dabei auch das, was Cortana für Halo oder Octagon für Metal Gear Solid ist. Henry hat im Laufe des Films über das Handy sogar eine Minimap mit einem Ziel, einem Waypoint. Das ist ein ganz klassisches Muster von Videospielen. Und in einer Szene schreibt Henry sogar mit Blut nach einer Massakrierung ein GG an die Wand. Das weiß jeder Gamer, was das bedeutet, nämlich Good Game. Auch der mäßige 2005er Doom mit Dwayne The Rock Johnson hatte eine längere Sequenz, in der man ohne Schnitt in der Ego-Perspektive mit einer Waffe im Anschlag das Abschlachten von etlichen Monstern sieht. Man muss nur ein paar Missionen in GTA 5 oder die Anfangssequenz aus The Last of Us zocken, um zu sehen, wie sehr sich die Spieleindustrie noch immer von Filmen beeinflussen lässt. Telltale Games macht das sogar ganz offen, denn die Firma kreiert mit Spielen wie Game of Thrones, The Walking Dead oder Back to the Future ganze Adventures mit mehreren kurzen Episoden und Staffeln, die auf Serien und Filmen basieren. Mittlerweile ist der Einfluss des einen Mediums auf das andere aber einem Dialog gewichen. Spiele lernen von Filmen, und das Ganze passiert jetzt auch umgekehrt. Filme lernen auch von Spielen. Nicht umsonst werden immer mehr hochbudgetierte Spieleadaptionen ins Kino gebracht. Zuletzt erschienen mit Warcraft The Beginning und Assassin's Creed zwei Blockbuster, die ganz große Ziele verfolgten, aber durch das Chaos der vielen Produktionsfirmen als Filme misslangen. Für den Außenstehenden scheint es nämlich so, als seien Film- und Spielebranche zwar immer mehr miteinander verschlungen, aber auch noch nicht in einem perfekten Konsens. Auch wenn GTA immer wieder Filme von Martin Scorsese oder Michael Mann zitiert, hat sich Crank als Beispiel maßgeblich von GTA inspirieren lassen und lässt seinen Protagonisten in einigen Szenen in einer Third-Person-Perspektive durch die Locations prügeln. Das ist sehr, sehr lustig, wenn man so zwischen den beiden Disziplinen hin und her springt, weil die einen immer neidisch auf die anderen schauen, allerdings in Wechselwirkung. Also wenn ich in der Videogame-Branche bin, dann schauen die immer so ein bisschen neidisch auf die Filmbranche und umgekehrt. Aber das hat ganz viel, glaube ich, auch mit Klischees zu tun, die in diesen Branchen herrschen und von denen man ausgeht, wie halt die andere Arbeit sein könnte. Alles war mal anders. Die Videospielbranche ist derart gewachsen, dass es wie eine natürliche, organische Entwicklung wirkt, dass sich die Filmbranche auch einiges abschaut, vor allem wenn man bedenkt, dass die Spielebranche seit etwa 2012 im Großen und Ganzen betrachtet mehr einnimmt als die Filmbranche. Die Fast and Furious Filme, die nähern sich den Spielen auch immer mehr an, die versprechen die Spannung und Dynamik von Rennspielen, und Zack Snyder hat ebenfalls ganz offen zugegeben, dass sein Film Sucker Punch die dynamische Kameraarbeit von Videospielen übernommen
Leben hat und teilweise auch aussehen soll wie ein Spiel. Auch Spectre ging für einen James-Bond-Film ganz neue Wege. Viele der Bond-Streifen der letzten Jahre wurden in zahlreichen Sequenzen ziemlich kaputt geschnitten. Spectre hingegen startet mit einer mehrminütigen Plansequenz in Mexiko, die Bond wie eine große Videospielfigur zu großen Teilen von hinten zeigt. An diesem Mittel bedienen sich zum Beispiel auch die Filme Snowpiercer und John Wick. Es ist ein erfreulicher Trend in Hollywood, dass sich Filmemacher in ihren Actionsequenzen weg vom hektischen Bourne-Ultimatum-Schnittgewitter bewegen und die Action mehr und mehr in totalen und längeren Einstellungen zeigen. Letzten Endes ist es ziemlich absurd. Während die Bourne-Filme Taken und Michael Bay mit ihren Schnittmassakern das Chaos ins Kino bringen, waren es insbesondere die komplett artifiziellen und künstlichen Videospiele, die Hollywood daran erinnert haben, dass eine Szene stärker wirkt, wenn sie tatsächlich vor der Kamera stattfindet und nicht nur getrickst wird. Filme wie Children of Men haben ein ernsthaftes Interesse daran, nichts zu verstecken, sondern die Figuren klar und erkennbar in Totalen zu zeigen, sodass der Zuschauer auch immer weiß, was gerade passiert. Und gerade deswegen ist Park Chan-wooks legendäre Szene in Oldboy, in dem Oh-Dae-soo gegenüber ein Dutzend Kriminelle kämpft, so unglaublich emotional und mitreißend. Die visuelle Nähe zu Videospielen wie Streets of Rage ist offensichtlich. Die Videospielbranche braucht sich aber letzten Endes von niemandem mehr zu verstecken. Als Half-Life 2 im Jahr 2004 erschien, wurde es immer wieder damit gelobt, wie filmisch doch viele Momente im Spiel wirken würden, so als wäre das Ziel jedes Spiels unbedingt wie ein Film zu wirken. Effektüberladene Filme hingegen werden immer wieder kritisiert damit, dass sie videospielartig sind. Mittlerweile sind die beiden Medien Synergien eingegangen und ähneln sich oft, nicht nur in ihren Erzählstrukturen, sondern auch in ihren visuellen Aspekten. Die Filmbranche ist immer im Wandel und es scheint, als hätten Videospiele dabei geholfen, den Actionfilm wieder zu seinen Wurzeln zurückzuführen. Wenn man einem Artist wie Sven Sauer aber zuhört, dann merkt man, dass da in den nächsten Jahren noch eine Menge geschehen muss, sodass beide Branchen endlich wieder voneinander profitieren können. Aber wie seht ihr das? Hat Sven Sauer recht oder seid ihr da komplett anderer Meinung? Glaubt ihr, dass sich Videospiel- und Filmbranche eher einander nähern oder distanzieren sie sich eher voneinander? Oder versteht ihr das Ganze nicht und findet, dass das einfach zwei komplett unterschiedliche Medien sind, die nichts miteinander zu tun haben? Schreibt uns eure Meinung gerne mal in die Kommentare und auch, was ihr von dem Essay haltet. Denn wenn euch der Essay gefällt, dann bewertet das Video positiv. Das hilft so einem Kanal tatsächlich immer weiter. Wir würden uns da sehr freuen. Und auch, wenn ihr uns abonnieren würdet und die Glocke aktivieren würdet, dann verpasst ihr nämlich keines unserer Videos. Wir machen viele solche Essays, mir machen die tatsächlich am meisten Spaß und letzte Woche haben wir auch so ein Essay rausgebracht, nämlich über das Thema, ob Filmkritiker per se eigentlich völlig abgehoben und arrogant sind. Dazu gab es nämlich sogar eine Studie, eine sehr interessante Studie. Das Video solltet ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Alper.